Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Coach Blog. Eine Frage von Mike zum Thema Befestigung von Belüftungen. Hallo liebes MK-Team, könnt ihr Tipps zur Befestigung von Belüftungen im Teich geben? Beziehungsweise haben andere das gelöst? Ich habe meine Belüfterstange aktuell mit Pflasterstein beschwert. Vielleicht habt ihr bessere Ideen. Liebe Grüße und macht weiter so. Also ich weiß jetzt nicht, ob du in deinem Belüfterschlauch schon das Edelstahl Vollprofil, wie sagt man da, Edelstahlstange? Rohrstange. Stange, also nicht hohl, kein Rohr. Sondern kein Rohr, genau. Vollmaterial oder Vollmaterial, so, ja, irgend sowas. Ja. Also wenn du die bei Genesis kaufst, dann kriegst du die Stange, im Zweifel auch auf die gewünschte Länge. Und dann kommt da eine Edelstahlstange rein und schmeißt du die rein, dann bleibt die. Und die kann natürlich von den Coil noch verschoben werden. Aber in der Regel reicht das für die ganzen Pflastersteine. Pflasterstein würde ich schon deshalb nicht nehmen, weil die schon ordentlich raus sind und da können sie im Zweifel auch die Koi verletzen. Ich habe früher aus irgendeinem Grund, ich überlege gerade, warum ich es gebraucht habe, ich weiß es nicht mehr. Es gibt das Ganze auch als anderes Material auf den Bodenabläufen, genau. Sind ja auch Beschwerungen drauf. Also bei Genesis kriegt man alles aus Edelstahl, was dann auch nicht rostet, also wirkliches Edelstahl, wo man alles mit beschweren kann. Aber in der Regel ist es nur diese Edelstahlstange, die sowohl in dem Belüfterring als auch in den Belüfterschläuchen drin ist. Und das reicht völlig aus, weil alles andere muss ja super ätzend sein. Ja, so ein Stein oder alles, also das löst sich irgendwie. Das ist das Vernünftige und eigentlich das, was am gängigsten ist. Und ich muss auch sagen, nach wie vor die Genesis-Belüfterteile, das ist absolut geil. Und das ist eigentlich auch das, was man in den meisten Teichen dann irgendwo sieht. Und ganz wichtig, Teich und Filter belüften. Idealerweise mit zwei Luftpumpen redundant, jede drückt auf Filter, jede drückt auf Teich und beide Pumpen sind auf unterschiedlichen Stromkreisen und auf unterschiedlichen Phasen abgesichert. Glauben Sie mir, auch wenn wir schon zum 100.000. Mal gesagt haben, es gibt jedes Jahr noch unzählige Unfälle mit Sauerstoff, nicht im Winter, nicht im Frühjahr, nicht im Herbst, aber im Sommer dann, wenn die Temperaturen maximal sind, Teige schön gefüllt und dann richtig Futter drauf. Und dann irgendwann nachts dann Übergang geht eine Pumpe aus und am nächsten Morgen ist das Geschrei dann groß. Aber man hätte es vermeiden können. Bis dann. Danke, Mike. Ciao. Ciao.